Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Quick and Dirty Inspo Video von meiner Seite. Und heute habe ich mal wieder was wirklich jeder nachmachen kann. Du brauchst eigentlich nur einen Romanesco Kohl. Leider habe ich jetzt hier gerade keinen mehr zur Hand, denn der liegt gerade im Backofen und wird schön gebacken. Und der hat eine richtig schöne Struktur, die man richtig super fotografieren kann. Und genau das habe ich heute vor. Hier siehst du meine ganzen Materialien und darunter meine Kameraeinstellungen. Und mein Aufbau war auch sehr simpel. Ich hatte einen schwarzen Unter- und Hintergrund, wo ich dann den Romanesco Kohl draufgelegt habe, habe mein Stativ aufgebaut und alles mit meinem Makroobjektiv fotografiert. Einerseits mit offener Blende oder geschlossener Blende. Und die Belichtungszeit kannst du jetzt hier beliebig einstellen, da du ja vom Stativ fotografierst. Also du kannst wirklich dein ganzes Bild schön scharf fotografieren oder mit einer schönen Unschärfe im Hintergrund, also ein Röschen scharf stellen und den Rest unscharf. Und um das Ganze einfach noch ein bisschen aufzupeppen, hatte ich jetzt hier zwei RGB-Panels und hier habe ich einfach unterschiedliche Farben eingestellt und den Kohl angestrahlt. Und das war's für heute. Jetzt kommen meine Ergebnisse. Ciao!